Und da sehen wir, Kevin, du sagst immer so schön Ashy und natürlich aber auch recht mit Rex 2. Mein Ash ist immer so Ash, Ash Ketchum aus Alabaster, ja. Deswegen, ich sage immer Ashy, passt. Ashy, passt. Alistar, momentan auch absolut beliebter Supporter, Kalista. Kalista und Ashwag, das finde ich irgendwie gut, dass man auch mal was Neues sieht und nicht nur die beiden Picks die ganze Zeit. Und ich denke jetzt, es muss noch ein Midlane-Bann kommen oder es wird Sejuani und Kragas noch weggemacht. Ist gut, dass Alistar einfach mit so einer Performance gestern abgeliefert, zusammen mit der Kalista, also es ist sozusagen die Combo. Finde ich sehr guten, sehr schlauen Move von N2K, das einfach wegzubannen. Es ist einfach eine nervige Combo auch in der Lane. Jetzt der Trash, also es wäre ein ziemlich Supporter Botlane allgemein, gerade hier gefokust in dem Game. Mal gucken, was übrig bleibt. Also mal keine Midlane? Keine, vielleicht jetzt noch LeBlanc oder sowas ähnliches gegen Pekka, könnte ich mir noch vorstellen. So Gott, also noch ein weiterer AD Carry. Also oder Midlaner oder Toplaner? Toplaner eher nicht, Toplane wird ja nicht so gespielt. In Solo schon, aber okay, Gragas Fresh Pick. Dann wird H2K sehr wahrscheinlich Sejuani nehmen. Und jetzt wird auf jeden Fall mit ein spannendes Matchup. Azir ist offen. Ja, Cassiopeia, Azir, LeBlanc, alle offen. Ich denke, dass auf jeden Fall die drei Champions ein Hauptaugenmerk sein werden. Außer es wird auf eine bestimmte Combo gespielt, sowas wie Lulu, guck mal. Bin ich mal echt gespannt. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, ne? Pickt man wirklich den Jungler, um möglichst wenig zu verraten, oder holt man sich jetzt einen Contested Pick? Holt man sich zum Beispiel einen Azir jetzt und verrät damit gleichzeitig die Midlane? Wenn Rio, ich denke, Rio ist eh so eine Person, die lieber counterpicken sollte, weil sie einfach, ich denke, Rio ist einfach vom Skill her sehr, sehr stark. Sehr schön, diesen Raum, ist im Video von gestern. Rio ist eigentlich vom Skill sehr stark und deswegen kann er eigentlich, wenn er den richtigen Pick hat, jeden zerstören. Die gehen safe Maokai, finde ich gut. Einfach diesen Maokai picken. Was jetzt das Problem sein könnte, ist einfach dieser Rumble-Pick jetzt, der Maokai countert in der Lane, aber doch vielleicht im Late Game oder später, wenn H2K oder Amne als Maokai sehr stark gut roam, gute TPs macht, dann wird es doch sehr schwer. Oder man hat eh vor zu Lane swappen. Genau. Was wir ja vorhin so ein bisschen auch angesprochen hatten. Insofern wird man natürlich jetzt abwarten, aber du hast ja schon gesagt, es begünstigt ja jetzt den Rumble, den er ohnehin ganz gerne spielt. Insofern müssen wir jetzt abwarten, was bei Origin passiert. Sieht nach Annie und LeBlanc aus. Okay. Ja, LeBlanc finde ich ein bisschen ein risky Pick. Erstmal gegen den Maokai und dann hat H2K noch das Counterpotenzial dazu. Also eine Morgana zum Beispiel, eine Diana. Was könnte noch gut funktionieren? Richter ist verfügbar. Vielleicht könnte auch Fizz gehen, wenn er es wirklich will. Cho'Gath wäre auch interessant, aber ich denke, Rio hat da Zeit. Er hat viele Möglichkeiten auf jeden Fall und wird einfach picken, was sie in der Teamcomp haben. Sie haben schon eine Sivir, sie haben diese Mobilität, sie haben einen starken, super starken Tank. Sie brauchen jetzt ein bisschen einfach irgendwas, wo Rio einfach mit klarkommt und einfach diese LeBlanc aus dem Spiel nehmen kann. Alles klar, Jungle Pick entsprechend noch offen gelassen. Ja, was Besonderes erwartet man da nicht. Da war tatsächlich wichtiger, die Sivir und den Maokai zu bekommen. Das heißt, hier auch mit Engage-Potenzial, gleichzeitig die Sicherheit mit drin, liefern beide Champions, Sivir mit Engage, Disengage und eine Evelyn, die wir momentan relativ häufig sehen. Wäre auch ein guter Pick, vor allem in Kombination mit Sivir und Maokai, da hätten sie ein sehr, sehr starkes Engage-Team. Da noch mit dem Channel nochmal extra Movement Speed und auch ein gutes Protection Pool gegen LeBlanc und Kragas. Ja, und sie haben natürlich noch alle Möglichkeiten, noch theoretisch sogar ein Yasuo möglich mit einer Jenna oder so, hat man gesehen. Wobei, gegen eine LeBlanc, wie sieht da das Matchup aus? Ist okay, also ich denke, ist ziemlich 50-50, hängt ziemlich viel von den Ganks ab. Mhm. Yasuo natürlich viel einfacher zu ganken als jetzt zum Beispiel eine LeBlanc. Wäre interessant, einen Vayne zu sehen, würde ich nicht mal so einen schlechten Pick finden. Aber nicht unbedingt einen Lucian. Ja. Vayne wäre interessant, aber Lucian wird es wahrscheinlich. Lucian weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es. Bitte. Also, Vayne hier ist eigentlich ein sehr guter Pick. Du hast eigentlich nur diesen CC von Maokai. Den Rest kannst du super kiten. Und ich meine, du kannst jetzt in Vayne Tanks auch einfach shredden später. Rumble, Vayne, also der Damage in diesem Team wird einfach immens sein. Sie haben auch eine gute Frontline mit Rumble, mit Gragas. Genau. Und auch einen starken Gage. Also, mir gefällt die Comp.
sie sind natürlich sehr AP-lastig zurzeit, aber da Gragas einfach den Damage hat, der einfach immer Damage macht, und Vayne mit einem starken Carry, wird es jetzt ziemlich interessant, was H2K jetzt in der Mitte nimmt, um wirklich, also jetzt wird es noch wichtiger, die LeBlanc aus diesem Game zu nehmen. Ja, wobei man sagen muss, sie selber sind gar nicht mal so tanky, in der Tat, haben da nur Maokai bisweilen. Was würde sich jetzt optimal einfügen, sollte es bei der Vayne bleiben? Scheint Probleme zu geben. Heute in Korea passiert, abgestürzt, sah man Windows. Passiert manchmal. Ja. Aber ich finde, der Vayne-Pick ist auch einer der besten AD-Carries, die sie in der Situation hätten picken können. Weil ein Lucian zum Beispiel wäre zwar auch eine Alternative gewesen, die nicht schlecht gewesen wäre, aber gegen einen, mal okay durch. Eben, mit einer, vor allem zum einen kommt er nicht durch und zum anderen hat er auch absolut keine Chance, wenn er mal gegen eine Evelyn oder einen Maokai alleine ist, da macht er einfach gar nichts. Und mit einer Vayne geht es am besten. Da kann er wirklich am meisten rausholen. Bevor es jetzt natürlich hoffentlich gleich weitergeht, wir werden dann natürlich euch updaten, sobald wir wissen, wo der Hase begraben ist. Letztlich die Frage, warum sieht man Ashe jetzt auf einmal so häufig wieder? Das Redesign liegt natürlich so ein Stück weit zurück. Jetzt ist sie plötzlich da. Kasim konnte nicht picken, ist die Antwort, okay? Ja, zum einen wegen dem Rework, weil sie jetzt wieder viable geworden ist. Und klar, sie hätten es zwar schon vorher machen können, aber jetzt hatten die Teams einfach genug Zeit, damit zu üben und auch vor allem mit diesem Ash-Error zu üben, weil klar, wenn man einfach eine Möglichkeit hat, von Distanz jemanden zu betäuben, dann muss man erstmal damit klarkommen und wie man da rumspielt, was für eine bestimmte Combo man dazu pickt. Was macht sie stark auf der Lane und wo sind ihre Schwächen? Ja, eigentlich super viel Damage auf der Lane, meiner Meinung nach. Der W ist ein sehr nerviger Spell, auch wenn es jetzt ein bisschen genervt wurde. Man hat diesen super krassen Engage mit dem Jungler. Wenn man gut mit dem Jungler agiert, kann man immer easy Ganks herausbekommen. Jetzt komm. So, wir gehen mal wieder zurück zum Thema. Also es bleibt dabei, offensichtlich. H2K hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich Gedanken zu machen. Silian, das wäre interessant. Ja, glaubt ja keiner. Also, Midlane-Pick gegen LeBlanc, gegen diese Team-Composition. Was wäre eine Option? Ich finde, Kassadin wäre eine Option auf jeden Fall. Im 1v1 ist es okay. Ist jetzt nicht überragend. Er kann okay, auf jeden Fall farmen. Ich denke, wenn mit einem Gank, wenn zum Beispiel der Maokai roamt oder so, ist es ein sehr guter Kill. Auf LeBlanc sollte auch ziemlich einfach werden. Du hast diese Mobilität von der Rumble Ultimate. Ist halt die Frage, ob sie jetzt wirklich genug Damage haben werden im Team. Gegen den Damage von Origin, weil im Origin-Team hast du doch recht viel Burst, recht viel DPS. Und wenn H2K einfach da nicht gegenhalten kann und die Origin-Leute nicht töten kann, dann wird auch ihre Tankiness nicht viel bringen. Da höre ich raus, ihr seid da eher auf der Seite von Origin, was die Pick- und Bannphase, was die Teamzusammenstellung angeht. Mhm. Allerdings hat H2K wirklich ein starkes Team, das Leute downchasen kann. Eine Evelyn hat konstanten Schaden, Maokai hat sehr gutes Catch-Potential in Kombination mit einer Sivir, wird es auf jeden Fall stark sein. Also wenn sie die Möglichkeit sehen, jemanden rauszupicken, dann wird es auf jeden Fall passieren, öfters sogar. Aber ja. In 5-on-5 Teamfights gebe ich Origin auch die besseren Karten, einfach nur weil sie mehr AOE-Schaden haben und generell mehr Schaden haben. Ja, und ich kenne zwei Jungs, die keinen Schaden haben, nämlich ganz sauber kommentieren können. Das sind Maxim und Sola. Das sind sie nicht. Das sind sie. Vielen Dank. Während Maxim hier gerade nochmal... Läuft bei mir. Alles klar. Wach sind wir auf jeden Fall jetzt. Also es geht jeden Moment los mit dem ersten Spiel. Origin gegen H2K nach kleinen ersten anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Nun also blaue Seite Origin, rote Seite H2K und ja, es verspricht auf jeden Fall allein durch die Picks schon ein spannendes Spiel zu werden. Vayne sehen wir wirklich nicht alle Tage und das auch mit einem Supporter, der ja eigentlich relativ viel los ist. Natürlich, Annie hat den CC, um Vayne so ein bisschen zu protecten, aber generell wird es ja mit Vayne eigentlich einen Supporter spielen, der sehr, sehr gut beschützen kann. Janna, Thresh etc. Und Annie ist eigentlich genau das Gegenteil. Sie versuchen, glaube ich, selber der Aggressor zu sein.
Und damit einfach nur Vayne Zeit zu geben, wenn sie selbst eröffnen. Flash, Tibbers ist eine Variante. Gragas mit seinem Fass, Notfallzugabe mit dem Einebner von dem guten Rumble, der hier von Soez kontrolliert wird. Kann man machen, aber geht ja vollkommen recht. Annie ist nicht so gut im Beschützen. Sie hat eine Betäubung. Hui. Aber das wird halt kein Maokai aufhalten, geschweige denn ein Kasadin, der dich halbiert mit einer Kombo. Bin gespannt, wie das Ganze wird. Bezogen auf die Pick- und Bann-Phase kann man bemerken, dass alle interessanten Champions vom vorherigen Tag entweder gepickt oder gebannt wurden. Keine Ashe, kein Alistar und die Evelynn kam trotzdem durch. Ja, und selbst Rexxay, der jetzt in den letzten Wochen, Monaten quasi der Jungler schlechthin war, wurde gebannt. Also man hat sich ja wirklich so ein bisschen angepasst. Der erste Tag war so zum Anschnuppern quasi. Bin wirklich gespannt, ob man sich jetzt hier für einen Lane-Swap entscheidet. Sieht ganz danach aus, Vayne und Annie sind beide im oberen Jungle. Würde auch Sinn machen. Vayne ist nun mal einfach eine ist einfach mal. Ja, Moment, tut mir leid, tut mir sehr leid. Nein, aber Vayne. Vayne ist einfach. So fühlt sich Vayne in der Lane ungefähr. So, nein. Also, Vayne ist einfach nicht gut in der Lane. Gegen fast niemanden. Und das kann man zum Beispiel in Solo überbrücken, indem man einfach einmal ein bisschen nach vorne kommt. Aber in so einem LCS-Niveau, da passiert das nicht. Da kommst du als Vayne nicht nach vorn. Deswegen macht ein Nate-Swap auf jeden Fall Sinn. Aber H2K antizipiert das natürlich wunderbar und antwortet hier sofort. Das heißt, die Botlane von, beziehungsweise die Duo-Lane von Origin wird hier auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Ja. Ist Sivir eigentlich eine ganz gute Waffe gegen eine Vayne? Weil man muss bedenken, beide sind natürlich sehr darauf, mit Autotext zu arbeiten. Sivir mit dem Vorteil des Boomerangs. Oder hältst du ganz einfach nur Vayne sowieso schwach in der Laning-Phase? Also, du hast es ja mehrmals schon erwähnt, aber wie ist es gegen Sivir? Ich denke, Sivir ist sogar noch relativ angenehm. Natürlich, man wird relativ stark gepokt von dem Boomerang etc. Wir sehen es jetzt hier mit, die kassiert schon einiges. Aber es gibt auf jeden Fall schlimmere Adikirs. Nicht nur ist Sivirs Range sehr, sehr begrenzt, also du kannst sie Vayne nicht annähernd so gut poken, sondern auch der Boomerang ist ziemlich leicht auszuweichen, mit Vayne besonders. Also, die Sivir war hier auf jeden Fall kein Counterpick zu Vayne, absolut nicht. Sondern Sivir hat hier einfach perfekt in die Teamposition gepasst mit dem Maokai, mit der Evelynn etc. Von daher, es hätte auf jeden Fall schlimmer für Nils kommen können. Ich denke, hätte man hier seitens H2K und Graves gehabt etc., dann hätte sich Nils wahrscheinlich auch überhaupt nicht für die Vayne entschieden. Ja, wie er sich macht. Bezogen auf den Farm, macht X-Pack in der Mitte alles richtig. Ich spiele ja sehr, sehr gerne LeBlanc, speziell Assassins sind da wirklich sein Ding. Gespannt, wie Rio sich macht, denn er kann mit dem Schild schon nicht schlecht arbeiten. Zack, kann man sehen, einiges an Schaden kompensiert vom Q, entsprechend, wenn er schnell reagiert. Aber muss natürlich gucken, dass er jetzt hier möglichst viele Vasallen und Turm bekommt, ohne allzu viel Schaden zu kassieren. Oh, das war was kann. Aber Ryu hier ist super unter Druck gesetzt von X-Packe. Wirklich viele Pots schon benutzen und kommt Laster-technisch auch nicht hinterher. Amazing jetzt währenddessen im gegnerischen Jungle unterwegs und könnte hier vielleicht sogar schon den Level 3 Dive wagen. Flash E sollte vielleicht sogar ausreichen, ja? Oh, da sind sie aber. E gefailed. Das ist natürlich bitter. Hat ihn nicht hochgeworfen, der wäre definitiv gestorben. Das wäre First Blood gewesen. Allein der Schaden hätte wahrscheinlich gereicht. Ärgerlich. Also kein First Blood für X-Pack, gell? Natürlich sehr angenehm für Ryu. Er hat trotzdem viel Schaden genommen, also die Lane wird nicht leichter. Ja, er hat noch einige Pots. Das heißt, der kann auf jeden Fall noch bleiben. Und wenn es einmal nicht klappt, probieren wir es nochmal. Diesmal ist aber Lulex zur Stelle. Wartet, na, macht das Amazing nochmal? Traut er sich da oder nicht? Jetzt schon den Bauchraum rausgedonnert, konnte sehen, wie der Ward da verschwunden ist. Also weiß er auch Bescheid, dass er beobachtet wurde. Auf der Botlane können wir sehen, dass Rumble eigentlich relativ gut gegen einen Maokai klarkommt. Sagt, Feuer schlägt Pflanze. Ist noch ein bisschen hinterher, hat auch für das Dorans entschieden. Sie wollten halt Lane swappen und gegen ein, ja, gegen ein Duo-Team ist natürlich der Dorans Schild hervorragend gegen Maokai. Okay. Ja, generell. Dorans Schild ist wirklich eine sehr, sehr passive Variante, die eben im Lane Swap optimal ist, aber gegen Maokai, gegen den du eigentlich aggressiv sein willst, gerade als Rumble, ja, da eher riskant. Aber prinzipiell kann man da trotzdem nicht allzu viel falsch machen, deswegen der CS-Unterschied auch nicht vorhanden jetzt, nachdem man da ein bisschen aufgeholt hat. In der Mitte dafür aber umso mehr. Ich expecte hier fast doppelt so viel Farm wie Ryu. Der hat wirklich trotz des Überlebens quasi, trotz des gefailten Es, ordentlich Schaden mitgenommen. Und spätestens beim ersten Backport sollte man dann auch den Item-Unterschied sehen. Und jetzt schon nach vorne getumbelt. Man hat Lulex auf jeden Fall nicht gespawnt. Das ist natürlich auch der Vorteil, den Eve hat, wenn sie in einem Busch ist, dann kommt das Ausrufezeichen natürlich nicht über die Gegner, weil sie sehen sie nicht. Und deswegen fühlt man sich hier wahrscheinlich ein bisschen zu sicher. Aber Missy ist nicht das Ziel, was sie wahrscheinlich treffen wollten. Viel aber draußen. Also Nils auch automatisch geschwächt. Interessant, dass man hier den Flash vorgezogen hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man da überhaupt hätte flashen müssen. Natürlich, der Boomerang hätte eventuell getroffen, aber ansonsten, man hat ja kein Follow-up mit Jenna Sivir. Großartig. Also ich denke, man wäre da auch so sicher gewesen. Vor allem Missy hatte ja auch den Stun ready. Also hier etwas
zu passiv meiner Meinung nach gespielt, aber nichtsdestotrotz ist nicht viel passiert, aber du hast da wie ein Tier raus. Oha, Annie Schaden, extrem hoch, Nils vielleicht schon in der Mitte, Rio schon wieder bedrängt, der Autotech in das Ignite, beziehungsweise hier der Red Buff reicht hier komplett aus, Amazing übersteht das auch, Ragas Tank hier ist immer noch ungeschlagen. Toplane hat überlebt, auch viele Beschwörerzauber nun verloren, also beide AD Carries da ein bisschen entlastet worden. Aber man sieht, wie viel Schaden der Annie raushauen kann. Das ist wirklich sehr eklig. Ja, absolut. Und auch Nils hat da wirklich richtig guten Job gemacht. Also die Kommunikation ist auf jeden Fall da zwischen der Botlane. Hat natürlich leider nicht gereicht. Ist hier auf der Solo-Lane. So hast du nur Level 5. Muss man ein bisschen aufpassen. Und du legst auch hier unterwegs. Rumble natürlich komplett mobil los. Oder Rumble war fast boom. Du willst nicht, ob das reicht. Das wird ohne. Oh, ja, vielleicht sogar eine Misskommunikation. Beides jetzt dabei. Cool. Aber sie kriegen dann noch den Kill. Da hat Lulex nicht an Oda Amnen geglaubt. Trotzdem am Ende mit dem Kill belohnt worden. Aber auch hier wieder viel zu greedy von Source. Hat da unbedingt sein Flash sparen wollen, hat deswegen unnötig Schaden kassiert. Hätte er da sofort geflasht, hätte er das wahrscheinlich überleben können. So also Kill-Ausgleich. Trotzdem ein relativ deutlicher Goldvorteil für Origin. Hier sehen wir jetzt nochmal den Gank in der Midlane. Schön gemacht von X-Packing natürlich. Die Kette ist perfekt, hier hat kein Flash, kann nichts. Der E trifft schon wieder nicht. Aber diesmal reicht dann der Red Buff Proc vom Q aus, um den Kill auf Amazing zu garantieren. Und Origin hier mit einem guten Start. Ryu schon wieder in Problemen, aber ist Level 6. Und jetzt Miffy eventuell bedrängt. Hat natürlich sein Flash zur Verfügung. Ist auch ein Level über Karsing. Also bis jetzt fühlt sich hier Miffy extrem wohl im Spiel. Ja. Sein Grundschaden halt. Sehr nervig. Kann sich das Roam erlauben. Wir haben es von Yellowstar mehrmals in Annie gesehen. Und Miffy tut's ihm gleich. Und natürlich dann auch für Druck sorgen. Auch wenn der Gank nicht klappt. Hier können wir den Fjermen ordentlich am Schaden fressen. Ist auch ein Level unterlegen und Rumble verbrennt ihn da, weil der Schild ist denkbar schlecht gegen Rumble. Wir müssen mal die Botlane-Eröffnung von Odo Amne, macht guten Schaden gegen Miffy. Der Feuerschild kann aber viel kompensieren. Lulix nun zur Stelle, auch Nils nun vor Ort. Yemen, du bist tot. Du hast keine Chance gegen Rumble. Das war absolut naiv, so lange da zu bleiben. Das war wirklich irritierend. Also er hat ihn einfach weggeebnert. Ja. Hat er wahrscheinlich den Slow vom Einebner unterschätzt, aber so was darf dir nicht passieren. So nun also auch sowas mit einem Vorteil. Natürlich ein Kill gegen einen Assist für Odram, ne? Zum Origin hier wirklich mit einem super Start. Wir sehen mal, was auf der Tour passiert. Er ist super nah dran. Der eine wird natürlich perfekt hier gesetzt. Oh Gott, so viele Ticks. Super hart geslowt und dann, ja, ist der Rest nur noch Formsache. Schön gemacht natürlich von Soas. Erste Rache geht damit nun also auch ohne Probleme an Origin. Und sie starten hier wirklich super in den zweiten Tag rein. H2K mit Problemen ins Spiel zu finden. Nicht nur itemtechnisch zum Beispiel auch. Jörnen musste sich mit der Pickaxe anfreunden, also mit dem Langschwert. Und selbst die Midlane. Rio konnte sich nicht seinen Katalysator holen, also da hat man schon angenehmere Items gesehen, auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Mal gucken, wie sie sich da weiter behaupten können. Katalysator ist sehr wichtig, um einfach nur Durchhaltevermögen, also Sustain auf der Lane zu haben, wenn du ein Level auf die Kinder dich bringst. Natürlich auch sehr tanky insgesamt. Das heißt, X-Packy würde jetzt erstmal itemlos nichts machen können. Muss erstmal in die Base. Kann sich aber dann sofort natürlich mit ordentlich viel Kraft ausstatten. Ich glaube, 30 CS vorn. Ja, das ist halt absurd. Macht zwar keinen Schaden momentan, weil ihm einfach die Items fehlen, aber jetzt wird er sich in die Basis begeben. Ich bin mal gespannt. Ne, er nimmt sich jetzt einen Blue Buff, okay. Also könnte vielleicht sogar noch länger auf der Lane bleiben. Das heißt, wenn er dann in die Basis geht, könnte er sich vielleicht sogar mit dem kompletten Morellus ausstatten. Was irritierend, weil wenn du die Lane gewinnst, dann willst du quasi diesen Vorteil auch in Gold widerspiegeln, weil bis jetzt ist dieser CS-Vorteil von 32 nur auf dem Papier. Solange er mit dem CS-Vorteil keine Items kauft und damit nach vorne gerät, ist der völlig nichtig. Also bis jetzt ist hier Ryu sogar derjenige quasi, der mehr Gold an Items hat. Und wir sehen es ja. Komplettes Morellus in der 9. Minute vollendet, das ist natürlich gut. Ob sie Miffy hier bekommen ist, frage ich. Der hier wurde sehr früh gezündet, man hat überhaupt kein Leben wiederhergestellt. Damit Miffy also definitiv tot. Luka Nulex tanken hat den Schild nur auf einem Ziel. Der nächste Shot reicht! Super bitter, Nils kriegt den Kill und als Vayne sind es gefühlt zwei. Das hat sich jetzt nicht gelohnt, das war ein 1-1. Aber für Vayne ist das übertrieben wichtig. Auf jeden Fall. Aber der Turm hier wird wahrscheinlich trotzdem fallen. Ich glaube nicht, dass Nils in der Lage ist, diesen noch zu verteidigen. Nein, Amazing ist aber da. Und Karsing nur Level 4. Hjörnen immer noch kein Flash, kein Heal. Müssen sich jetzt hier auch zurückziehen. Also dieser Trade war absolut nicht rough. Aber auch stark gespielt von Origin hier. Der Heal war suboptimal. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ansonsten schön gemacht von Nils hier. Kontrolliert, nicht gepanikt. Einfach weiterhin die ganze Zeit geautotaked. Da schön seine Silverbolts ausgenutzt. Und jetzt... Aber du Amne wird jetzt brennen.
X-Pack auch auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass Odoamne hier ungestört davon kommt. Hat kein Flash zur Verfügung, ist aber er relativ ist, nah an seinem Turm dran. Ja, aber ich glaube, er ist... Oh, das war ein guter Sapling auf jeden Fall. Ohne mal so es da aus dem Busch rauszutreiben. X-Pack ist jetzt auch nicht sicher, weil... Odoamne ist zurückgegangen. Das könnte für X-Pack das Signal sein, okay, er könnte einen Ward platziert haben. Ich bin mir, er ist sich halt komplett unsicher. Das sieht man an dem Movement auf der Karte. Auf jeden Fall. Mal sehen. Ich finde es interessant, dass er sich auch sofort das Morellis gekauft hat, weil wenn man schon so viel Gold ansammelt, ist es nicht selten, dass man einfach nur den Needless Leader, den übergroßen Stab einfach so holt. Einfach nur, um ihn zu besitzen. Aber er will unbedingt die Heilreduzierung haben. Was natürlich gegen den Katalysator von Ryu nicht gerade schlecht ist, vor allem er hat der Katalysator und er hat die Flask und kauft sich extra Pots. Also da dann Heilreduktion zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der hat jetzt aber immerhin seinen Zauberstab, also macht nun auch etwas mehr Schaden, aber X-Pack hier auf jeden Fall der Gewinner, der Midlane kann man nicht abstreiten. Generell läuft alles relativ gut hier, gerade für Origin. Goldfortal aber wieder so ein kleines bisschen verhalten. Die Türme natürlich sprechen hier für H2K, aber sie müssen daraus jetzt auch langsam was machen. Die Botlane von Origin wird langsam aber sicher richtig gefährlich. Ich bezweifle, dass H2Ks Botlane hier im 2-2 irgendwas zu melden hat. Und dieser Turm könnte demnächst fallen. Nulix aber zur Stelle und die Minions werden langsam knapp. Das finde ich schlecht gemacht. Auch schön, dass nochmal Kasing Nils mit Auto-Takes behakt hat. Eine ganz gute Idee, dass man einfach nur sich schwächt, aber das Entermesser hilft bei der Regeneration. Hier ist man die Kette auch ohne Probleme los. Also das Midlane-Matchup gleicht sich jetzt einfach aus, weil Kasselin einfach zu tanky jetzt mittlerweile ist. Ja. Das Killpotenzial seinerseits aber auch relativ gering, weil der Schaden fehlt. Auf jeden Fall 40 CS Unterschied, das ist riesig. Nach 12 Minuten 110 Farben. Oha, Lulix und sich denken, alles klar, was ist hier los? Aber er ist genau an der richtigen Stelle, um zu kämpfen. Kiermann kann da den Fass einnehmen, entkommen, ne? Aber der Tybos! Der hat die Leute hier ordentlich bedrängt und Lulix, oh, die Raketen, beziehungsweise die Bolzen, er sitzt noch, Kasing, plopp, wird hier nochmal mitgenommen. Wieder weitere Kills, jetzt kommt, ah, so, er hätte jetzt auf den Kill gehen müssen. Ja. Er hat genau gewusst, dass er jetzt stirbt. Da wenigstens noch einen mitnehmen. Hat nicht ganz geklappt, ist aber nicht tragisch. Das heißt, der Turm ist hier nach wie vor gefallen, kann immer noch Druck aufbauen. Aber, ja, ist hier der Lulix an einer guten Stelle gewesen. Konntest aber nicht umsetzen, Amazing einfach zu tanky, dann kriegst du jetzt halt einfach nicht tot, obwohl er nur in Anführungszeichen Barmies hat. Hat aber auch, ja, du hast schon erwähnt, nur in Anführungszeichen Barmies, dafür aber auch Challenging Smite, darf man nicht vergessen, man wird gegen ein Ziel 20% tankier und die Items von Lulix sehen jetzt auch noch nicht so pralle aus. Jetzt auch mit den Schuhen jetzt ausgestattet. Also man muss ein bisschen verhaltener spielen seitens H2K. Er hat ja gesehen, dass das Teleporter kommt und dachte wirklich, dass sein Team dann das Stärkere momentan ist. Aber hier nochmal eine schöne Ult natürlich und dann Nils, der macht so viel Schaden. Aber der Einnehmer zusammen mit dem Anytibbers hat er einfach gecarried hier. Haben da Hälfte Leben verloren, alleine durch den Einnehmer. Schöner eh nochmal hier von Nils, sich jetzt auch nochmal gecarried. Und hier, du hast recht, da hätte er dann wahrscheinlich sofort den Kill nehmen können. Ich bin mir nicht sicher, er hat wahrscheinlich Ryu nicht gesehen und dachte, okay, wir drehen um, ich krieg den Kill nicht, um safe zu sein. Und dann kam Ryu und hat ihn sich natürlich nur weggesnackt. Das ist ärgerlich für sowas. Trotzdem Origin auf jeden Fall der Nutznießer in der Situation. Ja. Ihm fehlt es ein bisschen am Farmen, wenn man es direkt mit Odoamne vergleicht. Aber jetzt schon seine beiden Kerngegenstände, ja, die Maske, zwar noch nicht ausgebaut, aber schon auf einem ganz guten Stadium der Durchdringung. Wenn er jetzt noch weiter Richtung Höllenzept oder ähnliches geht, was gegen das Team von H2G grandios wäre, ja, dann wird es tödlich. Denn wir sehen hier diese Double-AP-Variante, ist immer noch sehr, sehr schlagkräftig. Gerade wenn man halt mit der Durchdringung arbeitet und sich damit gegenseitig unterstützt. Generell ist H2K auch hier mit einer Teamkombo dabei, die relativ begrenzten Schaden hat. Und gerade wenn man hinten ist, da sind solche Teamkombos immer sehr, sehr kritisch. Wow. Deswegen, der kassiert so hart. Natürlich, diese 125 Farben tun ihm weh. Level 10 auch schon erreicht. Und der zweite Drache, der wird auch ohne weiteres in Origin gehen. Mit Bane aber natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit, was das Clearen angeht. Und H2K lässt sich hier wirklich ziemlich stark rumschubsen. Aber auf der Toplane schubst hier oder momentan den Turm zieht, ja. Und da geht einiges an Leben, wird aber wahrscheinlich hier nochmal verteidigt werden können von Rumble zusammen mit LeBlanc. Aber den Blue konnte sich immerhin H2K sichern und Ryu mit Blue wird sich darüber auf jeden Fall freuen, aber Amazing, der weiß natürlich, was Sache ist. Er versucht es auf der anderen Seite, hat die Sicherheit, dass einfach keine Türme da sind. Ist der Nils noch zur Stelle. Der Blue hat noch viel Leben, aber ging das zerschmettern? Er hat doch gar kein Zerschmettern. Also man könnte es mopsen. Oh, er resettet sich! Und zwar ordentlich. Den könnte man jetzt sogar noch abfangen. Jetzt ist X-Pick da. Ah, zack, zack. Nimmt das ganze Ding ohne Probleme mit. Schön gemacht. Schön, dass sich nochmal mehr oder weniger gerecht, dass man überhaupt einen Blue-Buff nochmal in der Mitte hat.
Rio nun auch mit dem Stab der Zeitalter kann jetzt also anfangen, seine Stacks, seine Aufladungen zu sammeln, damit der Gegenstand sehr effizient wird. Aber ich denke, das ist jetzt auch der Punkt, wo das Spiel sich beruhigt. Kein Drache, keine Buffs zu mobsen. Einfach nur in Ruhe farmen, was im Prinzip auch dem Nils sehr entgegenkommt. Ja, er hat sein Blade jetzt auch schon fertig, 3-0 auf Vayne zu haben und mehr farmen. Das ist natürlich eine Top-Voraussetzung, während Jörn da noch irgendwie auf sein Infinity Edge hin bastelt. Und diese beiden sollten sich auf jeden Fall nicht duellieren, beziehungsweise Jörn sollte das nicht tun. Der hat momentan wirklich ziemliche Probleme überhaupt mitzuhalten. Gegen diese Frontline aus Gragas und Rumble. Gut, Rumble ist an sich nicht der tankigste, aber trotzdem. Wenn man hinten ist als AD Carry, dann ist so ein Rumble ganz schnell auch mal zum Full-Tank mutiert. Und HK wird in den nächsten Minuten, sollte da ein Teamkampf ausbrechen, einfach riesige Probleme mit dem Schaden haben. Denn sie haben quasi ein Full-Tank auf der Top-Lane. Sie haben einen Jungler, der, ich bin gar nicht sicher, scheint sehr supportive hier zu gehen, mit dem Sidestone auch wenig Schaden macht. Der Midlane hat keinen Farm und selbst der AD Carry ist nicht gut dabei. Also der Schaden, der ist momentan einfach nicht vorhanden. So, Oduam, ne? Gegen Vayne ist es als Tank nicht schön. Wird hier ausgesaugt werden. Ja, der ist tot. Also da hat null Chance. Selbst Vayne alleine hätte ihn kriegen können. Dulex nun auf der anderen Seite ebenfalls schon wieder am Sterben. Aber insgesamt konnte XPG da zwei Leute mitnehmen. Gut gemacht. Nochmal von ihm 4-7 gegen H2K steht es mittlerweile. Origin da sehr, sehr konstant. Hat der Goldabstand noch verhalten. Jetzt kommt Amazing von der anderen. Wieder schöner Tibos kann nach Yemen über die ganze Karte schmeißen. Würde es auch locker verbrannt werden. So ist da derjenige, der den nächsten Kill erhält. Seinen zweiten insgesamt. Amazing macht hier einen guten Job mit seinen Ultimates und auch Mithy. Er hat ja am gestrigen Tag so stark Alistar gespielt, ja. Und mit Annie kann er es auch. Hauptsache, der Charakter kann stun. Ja, ist wirklich so. Hauptsache, irgendeine AOE-CC. Also die Tibbers, die sitzen hier momentan wirklich richtig, richtig stark. Und H2K, die müssen das in Zukunft einfach unterpinnen, sonst werden sie in diesen Teamkämpfen weiterhin zerstört werden. Und 4000 Gold ist fast schon Vorteil für Origin. Das ist natürlich schon ein unschöner Wert. Gerade 4-0 auf Nils, der fühlt sich hier richtig wohl, ja, im Spiel. Als Vayne vor allem. Als Vayne. Ja. Geht jetzt hier auf den Phantom Dancer. Wenn er den hat, dann ist er gefühlt 8 Gegenstände hier. Man hat vor allem seitens H2K auch keinen Champion, der jetzt die Vayne direkt downfocusen kann. Natürlich, man hat den Maokai mit dem Point-and-Click-CC. Man hat Kassadi mit dem Schaden, der relativ hoch ist. Aber man hat nichts, um die Vayne sofort auszuschalten. Und dann fühlt sie sich natürlich im Teamkampf nur noch wohler. Also man kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum man sich hier für Vayne entschieden hat. Das Team seitens H2K ist hier wirklich eine Top-Voraussetzung, um mit Vayne zu carryen. Und 4-0, diese Stats helfen dann nur noch mehr. Du hast halt vollkommen recht. Also, der Maokai ist der Einzige, der einen wirklich lang an einen Ort binden kann. Verlangsamung von Lulex, Verlangsamung von Rio kann man auch vertragen. Und so, was soll Kasi machen? Er wird den jetzt hier nicht 2 Sekunden hochwerfen. Ja. Und damit Vayne wirklich vogelfrei. Ist ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, im absoluten Late Game wird Rio trotzdem viel Schaden machen. Und wahrscheinlich, ich will nicht sagen, sie wird die One-Shotten, aber er wird sie halt ordentlich nicht an die Brust nehmen können. Ich kann auch so ein bisschen auf den Item-Build an den Nils gehen wird. Ich gehe stark davon aus, dass irgendwann in seinem Inventar noch mit USS dann Platz finden wird. Einfach um gegen Maokai und den Slow, der du ja angesprungen hast, noch besser klarzukommen. Oh, Lulex. Das sieht nicht gut aus. XPG wird bald seine Distortion wieder haben. Kette stark. Wenn die Kette sitzt, ist vorbei. Er hatte seinen Flash, aber wollte da nichts riskieren. Vor allem LeBlanc wegzuflashen. Ja, ist begrenzt nützlich. Das ist also ein weiterer Kill für Origin. Die Frage ist, was sie daraus machen können. Sie rotieren hier auf die Top-Lane. Kassadin natürlich Bot ohne Teleport, also 5 gegen 3 Situation hier auf der Top-Lane. Aber keine Minions, also der Turm wird wahrscheinlich nochmal überleben. Oduamne aber trotzdem ziemlich tanky, nur mit der redlichen Pracht. Willst du da sich zum einen drüber freuen, mit Blade und Lehm hast du natürlich brutalen Schaden gegen tankige Ziele, aber er hat halt nur Leben, er hat keine Rüstung. Also, wie du es erwähnt hast, Blade ist jetzt richtig stark. Oduamne sucht aber den Kampf, ich denke so, es wird dabei das Ziel sein. Oh, er kam nicht in Reichweite, ihn irgendwie anzuwurzeln. Bitter, das ist halt nur 500, das ist wirklich sehr wenig. Jetzt holt man aber sehr viel Zeit raus, um ihn jetzt einfach auf der Top-Lane pushen zu lassen. Oh, wo ist der denn hin? Oh, er ist mit in dem Team! Crit! Schön gemacht hier, aber XPG trotzdem sehr sicher, allein schon durch das hohe Level. Viel Leben insgesamt. Jetzt Oduamne gegen 4 Mann. Starke Ultimate von Lulex. Kann da die Leute verlangsamen. Der Schild ist riesig, man kann sich um Nils. Nein, er knallt ihn an die Wand, das war's! Die Vayne, die rasiert hier die Leute. Schön gemacht von ihm, perfekt gekitet. Hat man kurz gesehen, verteidigen ist schwierig. Oh, das war's, wow. Der Einebner. Und vor allen Dingen noch LeBlanc. Es erinnert leicht an den gestrigen Tag. Ich wollte gerade sagen, also wir knüpfen genau da an, wo wir gestern aufgehört haben. Origin
stompt sich hier schon fast durch H2K's Türme durch. Also 5-0-3 Vayne. 180 Farm knapp auf LeBlanc. Das ist wirklich ein Top-Wert. Und wenn man das mit den Werten von H2K vergleicht. Die meisten Kills und meisten Farm als Vayne. Das ist einfach toxic. Verhältet er jetzt auch schon vollendet. Da sehen wir nochmal, wie wenig Odo man machen kann. Wie viel Schaden der vor allem auch kassiert. Von dem Silberbolt, das sind 300 True Damage, hier da mit jedem dritten Autotick kassiert. Und man hat nicht mal genug Schaden seines Flex, um Nils hier irgendwie zu töten. Ich glaube, Schaden hat er. Das ist nicht das Problem. Er hat keine CC, die ihn festhält. Also wenn er noch einmal rangekommen wäre, Nils, hätte er einen 100-Punkt bekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt keiner da, außer jetzt der Odo Amne, der ihn lange an einen Ort bindet. Und wenn man das jetzt einfach mal vergleicht, was das Team von Origin hat, was noch nicht mal viel zu bieten hat, ist es einfach tausendmal stärker. Ein Ebner ist viel, viel besser. Schon wieder der Versuch, X-Packet zu erwischen und man lässt es mehr aber oder weniger. Aber zur Stelle. Jetzt kommen wir dann jetzt. Zack, die Bolzen sitzen in Hermans Körper. Kriegt hier die Leute schon wieder komplett kaputt. Odo Amne, mach's gut. Sie wollten halt versuchen, also man kann es verstehen, aber sie wollten jetzt versuchen, um ein Play zu machen, irgendjemanden abzuholen. Das ist halt wichtig. Es ist unmöglich einfach. Sie sind schon viel zu weit hinten. Ja. Das Spiel ist schon gelaufen. Das Spiel ist gelaufen. Vor allem, sie können sich nicht mal drauf verlassen, komm, lass uns ins Late Game gehen. Absolut. Also erstens hat Vayne jetzt schon das Late Game erreicht. Ja. So. Und sie ist da einfach nur tödlich in diesem Aspekt. Und das Problem ist auch, H2K hat eine super mobile Kombination mit Sivir Ult, mit Janna Ult, mit dem Engage von Eve, mit dem W etc., mit Kassadin. Aber wenn du mit so einer Combo hinten bist, ja, dann hast du keine Tankiness, dann hast du keinen CC, dann hast du keinen Schaden. Und das sieht man hier brutal. Sie sind einmal ein kleines bisschen nach hinten gewesen und das nutzen sie sowas von aus, ihr seid ins Origin. Den Raptor gemobst mit dem Any Auto Attack. Gegen Kassadin. Ich sehe nicht, wie H2K sich jetzt hier noch erholen kann. Wir werden jetzt hier einfach alles von H2K irgendwie nehmen. Den Redbuff auch noch genommen von Nils. Vor allem Vayne ist auch ein Charakter, der schnell einen Baron jetzt erledigen kann. Der ist jetzt gerade da. Und das ist wahrscheinlich jetzt noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und oder man sieht es an dem Negatron Cloak, wenn er jetzt noch Tankiness sich schnappt, vielleicht sogar irgendwie Richtung Wechsel. Ne, geht sogar Hextrinker. Wow, ja. Das ist natürlich auch ein sehr seltener Gegenstand auf einem AD-Carry. Gegen das Team aber sinnvoll. Und jetzt natürlich sehr kosteneffizient, weil er ist einfach Kilometer voraus. Ja. Es scheint ein bisschen der Trend zu werden, dass du mit Evelyn entweder brutal performst oder hart reinfeedest und Lulex hat sich für die Feed-Variante entschieden. Was heißt der Cheese? Der hat ja am Anfang einen guten Kill geholt. Ja, dachte aber, so, da feed ich jetzt mal. Aber ich glaube, die Problematik liegt ja daran, dass halt auch Nils sehr schnell gesnowballt hat. Ja. Und Amazing guten Job gemacht hat. Eigentlich alle. Origin spielt wirklich super stark zusammen, also sind hier richtig gut in den Split durchgestartet. Mit 2-0 werden sie wahrscheinlich die erste Woche abschließen und besser kann es halt gar nicht sein. Hier wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Man hat ja so ein bisschen gedacht, ja, Challenger Series, die waren alle keine Gegner, LCS ist was ganz anderes und Origin beweist allen Hatern hier genau das Gegenteil. Knüpfen an der Leistung von der Challenger Series an und sogar ein Team wie H2K, welches in der letzten Season extrem stark überzeugt hat und der selbst, wie du schon erwähnt hast, aus der Challenger Series kam und in der LCS überzeugen konnte, hat hier gegen die Herausforderer quasi überhaupt keine Chance. Aber die Challenger Series ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil die Leute halt LCS erfahren sind, aber du musst dich halt trotzdem hocharbeiten. Ja. Es sind trotzdem etliche Spieler, die du erfolgreich hinter dich bringen musst und das ist nicht einfach. Machen jetzt sogar den Baron nicht. Also das ist auch wieder ein Zeichen von Intelligenz. Ne? Sie wissen, die einzige Comeback-Möglichkeit ist genauso ein Ace am Baron. So, und den Baron noch dazu. Und sie wollen das nicht eingehen. Sie sehen ihren Gegner, alles klar, dann lassen wir es halt. Wir haben es nicht nötig. Haben sie aber auch wirklich nicht nötig. Mit so einem Goldvorteil nach dieser Zeit, da brauchst du nicht auch noch einen Baron. Was natürlich erst nett, wenn du ihn nehmen kannst, dann nimmst du ihn mit. Da beschwerst du dich nicht drüber, aber man braucht ihn ja absolut nicht. Aber jetzt bin ich gewartet, hat er den Pinkwort Unterstützung. Hat auch Itemtechnik mittlerweile die Möglichkeit, Leute wirklich direkt aus dem Clan zu kicken. Und ich glaube, jetzt hat er die Combo raus, jetzt kann er es nicht machen. Jetzt wären Ziele da. Rio aber in der Basis. Also sie werden es hier einfach durchziehen. Lulex natürlich mit der Steam-Möglichkeit, aber wird hier... Das war's. Oh, schöner Schild. Also man sieht ja, wie tanky man trotzdem ist. Gegen so ein gefiedeltes Team. Aber es ist noch ein weiterer Kill an Nils abgegeben worden. Raga ist jetzt auch ganz sauber hier zerschmettert. Yo. Läuft bei denen, würde ich sagen. Ich specke Ludens Echo zur Verfügung. Jetzt kann man beginnen. Rechtsklick und löschen auf die Gegner. In den Papierkorb schieben. Kein Problem. Jeder von Origin hier ist jetzt maßlos fett. Also wenn wir uns die Items anschauen, sogar Double Hillenscepter ist verwendet worden. Leandris, was hier
die Tanks nur noch schneller schmilzen lässt. Also, selbst Mithy hätte jetzt wahrscheinlich schon das erste Damage-Item haben können, aber er entscheidet sich natürlich für die redliche Pracht, die seinen Mitgliedern noch mehr Mobilität gibt, also komplett fürs Team. Auch wieder einen richtig guten Job gemacht, aber jeder Spieler von Origin hat hier richtig stark performt. Das war keine Einzelleistung, das war eine absolute Teamleistung und darauf können sie stolz sein. Das waren auch keine einfachen Picks. Absolut. Also nicht. Zumindest nicht Botlane-technisch. Der Rest ist okay, der Rest ist wirklich stark an sich, aber eine Vayne, das kann halt so brutal schief gehen, ganz ehrlich. Das ist ja wieder das Risiko. Das ist High Risk, High Reward. Einfach. Wenn du mit Vayne hinten bist, dann bist du richtig weit hinten. Und wenn du formst, dann bist du einfach richtig weit vorne. Und hat hier, naja, nicht, man hat nicht Glück gehabt. Man hat sich den Vorteil erarbeitet. Aber es hätte auch genauso schnell in die Hose gehen können. So, der Turm wird jetzt auch in die Hose gehen. Den kann man nicht verteidigen, außer Lulex. Er hat auch keine Ultimate. Und doch der Force Pulse macht null Schaden. Nur nicht mal eine X-Packe. Obwohl das Stundlass schon zur Verfügung steht. Lulens Echo macht ebenfalls seine Arbeit. Libitor, wird es draufgehen? Rotation erfolgt, denke ich, jetzt als nächstes zur Mitte. Das ist eine riesige Vasallenwelle. Und ich glaube auch, dass die Top-Lane-Welle von Origin gegen die von H2K jetzt gewinnt. Ich bin mir da nicht sicher. Es ist gerade schwierig zu messen auf der Karte. Das wäre dann aber die perfekte Rotation. Weil sie haben ja noch alles, alle Ultimates zur Verfügung. Selbst ja. Tibos ist jetzt gerade wieder da. Sie können auch einfach in die Mitte jetzt durchbrechen quasi. H2K muss engagieren, was können sie nicht? Hjörnen hat der eh gerade ein Drittel von Hjörnens Leben abgezogen. Maske, Durchdringung, OP. Wow. Also er macht halt wahrscheinlich auch True Damage an ihm. Locker, ja. Zack, da geht Oda Amne rein. Hat jetzt Nils gesehen, aber er kommt doch mal weg und wird hier ein schöne Gragas Ultimate hier von Amazing Rio im Stundenglas. Oh, er kriegt Nils noch nicht mal tot. Der Laserhieb wurde nur ausgeholt, aber nicht durchgeführt. Schön gemacht. Das war die beste Eröffnung, die man sich ja irgendwie ja, erarbeiten hätte können. Hätten das locker auch gewonnen, wenn der Goldabstand gleich gewesen wäre in dem Moment. Schöner Tipp aus Teleport. Tja, Origin, na, direkt aus der Challenger Series. Brutal. Kommen hier dazu und vernichten H2K. Und zwar nicht allzu knapp. Wie sie die vernichtet haben, also das war so ein unglaublich einseitiges Spiel, aber einseitig verdient. Das war natürlich H2K.